Der Anblick eines fallenden Apfels führte Sir Isaac Newton Ende des 17. Jahrhunderts zu einer bahnbrechenden Erkenntnis. Dasselbe Gesetz, das den fallenden Apfel beschreibt, beschreibt auch die Bewegung der Planeten. Das Gesetz der Gravitation. So wurde die Welt für Jahrhunderte zu einem mechanischen Spiel. Menschen verlassen sich auf die Newtonsche Mechanik. Ihre Gesetze scheinen so stabil, dass sie ihnen ohne weiteres selbst das Leben anvertrauen. Jedes Ereignis, so glaubten Physiker für Jahrhunderte, lässt sich genau vorausberechnen. Doch heute wissen sie, in der Welt der kleinsten Teilchen regieren die Gesetze der Wahrscheinlichkeit und des Zufalls. Und so sind die Wissenschaftler dieses Jahrhunderts auf der Suche nach einer Formel, mit der sie die merkwürdigen Eigenschaften dieser Teilchen genauso berechnen können wie die Bewegungen ganzer Galaxien. Das ist ein Problem, das unglaublich faszinierend ist, schon allein deshalb, weil sehr, sehr viele sehr kluge Köpfe sich da schon den Kopf zerbrochen haben und noch nicht wirklich auf eine Lösung gekommen sind. Was das für mich sagt, ist, dass es vielleicht eine ganz neue Sichtweise benötigt, die wir derzeit noch nicht haben. Und wenn das so ist, dann kann der Durchbruch jederzeit kommen. Kommt nur darauf an, ob irgendein cleverer Kollege oder eine clevere Kollegin die Idee hat, nicht? Und dann läuft's. Das ist vielleicht die größte kollektive intellektuelle Anstrengung, die jemals stattgefunden hat in der Wissenschaft. Da arbeiten seit mehr als 30 Jahren mehr als 1000 oder 2000 theoretische und mathematische Physiker weltweit an diesem Problem. Aber wir sind immer noch nicht so weit, dass wir sagen können, wir haben die Lösung gefunden. Nach allem, was die Physiker wissen, sind Raum und Zeit nicht der Hintergrund der Welt. Sie sind nicht der Rahmen der alltäglichen Wirklichkeit. Raum und Zeit sind selbst Akteure in einem gewaltigen Szenario und nicht das Spielfeld. Sie sind selbst Teilchen einer körnigen Struktur, in die alles zerfällt. Diese Struktur ist vielleicht das Merkwürdigste, was der menschliche Geist je entdeckt hat. Im Reich der Quanten sind Dinge möglich, die weit über das Vorstellungsvermögen hinausgehen. Quanten können aus dem Nichts entstehen. Und so werden sie auch zu einer Bestätigung alter Schöpfungsmythen. Alles entsteht aus dem Nichts. Selbst das Vakuum ist nicht leer, sondern potenzielle Energie. Die Wissenschaftler stehen vor zahlreichen Rätseln. Können Quanten ohne Zeitverzögerung miteinander kommunizieren, selbst wenn sie Lichtjahre voneinander entfernt sind? Sind sie der Schlüssel zu einer Technologie, die hilft, Gegenstände zu teleportieren? Doch was für eine Welt ist diese Quantenwelt überhaupt? Ein geheimnisvolles Phänomen der Quantenwelt erscheint tagtäglich ganz unmittelbar. Das Licht. Ohne Licht gäbe es kein Leben. Doch seine Substanz ist rätselhaft. Licht besteht aus Photonen, Lichtquanten. Doch diese Quanten sind vollkommen anders als alle Objekte des täglichen Lebens. Denn ihre Bewegungen lassen sich nicht voraussagen. In der Quantenmechanik haben wir den objektiven Zufall, das ist nicht mein Nichtwissen als Subjekt,
sondern es gibt keinen Grund dafür, dass dieses Atom gerade zu diesem Zeitpunkt zerfällt. Das Einzige, was sich voraussagen lässt, ist die Wahrscheinlichkeit. Das heißt, wenn Sie das Experiment vielfach wiederholen, dann kriegen Sie eine Wahrscheinlichkeitsverteilung. Und diese Wahrscheinlichkeitsverteilung ist das, was die Quantenmechanik vorausberechnen kann und nicht mehr. Das zeigt ein merkwürdiges Experiment. Schickt man Licht durch einen Doppelspalt und misst dann, auf welche Weise sich das Licht hinter den Spalten verteilt, dann verhält sich das Licht wie Wellen, die durch beiden Spalten zugleich hindurchfluten. Doch beginnt die Physik zu messen, auf welche Weise das Licht die Spalten passiert, geschieht etwas, das bis heute nicht wirklich verstanden ist. Das Licht, das eben noch als eine Welle erschien, verhält sich wie ein Teilchen, das entweder den einen oder den anderen Spalt passiert. Also die Quantenmechanik lässt die Möglichkeit zu, eben, dass es nicht entweder oder ist, so wie wir das im Alltag erfahren, sondern dass die Dinge sozusagen in einem Schwebezustand gehalten werden und dass sich erst in dem Moment, wo ich dann hinschaue, entscheidet, ob das eine oder das andere der Fall ist. Quanten verhalten sich wie eine Welle, bis zu dem Augenblick, in dem ein Beobachter sie misst. In diesem Moment kollabiert die Welle und die Welt der Quanten erstarrt. Was in diesem Augenblick geschieht, hat noch niemand herausgefunden. Verändert sich die Welt tatsächlich durch die Beobachtung? Befindet sich alle Energie in einer Art Schwebezustand, beschrieben durch Wellenfunktionen? Zerbrechen diese Wellen bis in alle Zeiten und bis in die Tiefen des Raums? Wenn ich jetzt aber hergehe und sage, die Wellenfunktion breitet sich da draußen aus, dann wird es mysteriös. Weil dann ändert sich aufgrund meiner Messung hier die Wellenfunktion im ganzen Universum plötzlich und überall gleichzeitig. Und das ist schon eine sehr herausfordernde Vorstellung.